Ein Mann, der 1933 in die Nazi-Partei NSDAP eingetreten ist, unter den Nazis Jurist war, für die Nazis gearbeitet hat, wird Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Wahrscheinlich sagt ihr jetzt, nee, das ist schwierig, das hast du dir ausgedacht. Stimmt aber gar nicht. Kurt Georg Kiesinger war dieser Mann. Der war 3 Jahre lang Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wer er genau war, was in seiner Regierungszeit passiert ist und wie es überhaupt aussieht mit seiner Nazi-Vergangenheit, darum geht's jetzt. Eine Legende ist unser zweiter vergessener Bundeskanzler nicht. Kurt Georg Kiesinger ist der gewählte Regierungschef mit der kürzesten Amtszeit. Nicht einmal 3 Jahre lang regiert er Deutschland. Allerdings in einer bewegten Zeit, in der sich so manches ereignet hat, was bis heute noch unsere Gesellschaft prägt. Kiesinger stammt aus der Mittelschicht, studiert Jura, man kann sagen klassisches Bildungsbürgertum, sozialer Aufstieg durch Schule und Ausbildung. Im Jahr 1933 tritt der junge Rechtsreferendar, der Jurist in Ausbildung, der NSDAP von Adolf Hitler bei. Kiesinger selbst sagt später, dass er immer versucht habe, die Ideologie der Nazis zu beeinflussen. Und tatsächlich veröffentlicht das Nachrichtenmagazin Der Spiegel ein Dokument, in dem Kollegen Kiesinger bei der SS anschwärzten. Kiesinger habe antijüdische Aktionen gehemmt und am Durchhaltevermögen des deutschen Volkes gezweifelt. Also, er sei kritisch gewesen. Andererseits wissen wir, dass Kiesinger damals Blockwart ist und stellvertretender Abteilungsleiter im NS-Außenministerium. Seit 1943 ist er stellvertretender Leiter der rundfunkpolitischen Abteilung. Aufgabe ist es, den Kampfeswille des Feindes, vor allem der feindlichen Zivilbevölkerung, zu schwächen. Propaganda durch geheime Radiosender. Die Nachrichten der Alliierten werden als Gräuelpropaganda hingestellt, Falschmeldungen platziert. Heute würde man dazu sagen, dort werden Fake News erfunden und verbreitet. Kiesinger selbst hat sich immer als entschiedener Gegner der Nazis bezeichnet, so zum Beispiel schon direkt nach dem Krieg, als er in amerikanischer Gefangenschaft war. Die Quellenlage ist dünn. Man kann aber wohl so viel sagen, dass er weder im Widerstand noch an vorderster Nazi-Front engagiert war. Im Jahr 1948 wird Kurt Georg Kiesinger von einer Spruchkammer vollständig entlastet. Zu diesen Entnazifizierungsverfahren habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. In der jungen Bundesrepublik arbeitet Kiesinger als Rechtsanwalt und wird schon 1949 Mitglied des Bundestages. Bis 1958 bleibt er Abgeordneter, steigt zum außenpolitischen Experten der Bundestagsabgeordneten der Union auf. Er sitzt auch im Vorstand der Partei. Bis ganz nach oben schafft es Kiesinger aber nicht. Und daran ist seine Vergangenheit als Nationalsozialist schuld. Unter den führenden Männern der Union gibt es viele, die von den Nazis verfolgt worden sind. Und die sind dagegen, Kiesinger zu schnell hochkommen zu lassen. Kiesinger will aber mehr. Deshalb greift er zu, als er im Jahr 1958 das Angebot erhält, Ministerpräsident in Baden-Württemberg zu werden. In diesem Amt kann Kiesinger beweisen, dass er als Chef einer Regierung taugt. Als dann im Jahr 1966 der glücklose Kanzler Ludwig Erhard die Unterstützung seiner Partei verliert und die Abgeordneten einen neuen Kanzlerkandidaten bestimmen wollen, ist Kiesinger einer der Kandidaten. Natürlich spielt seine NS-Vergangenheit eine Rolle. Kiesinger überlegt hinzuschmeißen, aber weil genau zu diesem Zeitpunkt der Spiegel das entlastende Dokument veröffentlicht, bleibt er im Rennen. Weil aber 3 Kandidaten antreten, muss ein paar Mal gewählt werden. Erst im 3. Wahlgang setzt Kiesinger sich in der Bundestagsfraktion durch. Mit seiner Nominierung als Kanzlerkandidat ist aber noch unklar, mit wem CDU und CSU eigentlich regieren können. Mit dem bisherigen Koalitionspartner FDP ist man zerstritten. Aber Kiesinger schafft es, sich mit dem SPD-Chef Willy Brandt zu einigen. Es kommt zur ersten großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD. Bundeskanzler wird Kurt Georg Kiesinger, Vizekanzler und Außenminister Willy Brandt. Der Rest des Kabinetts ist auch nicht ohne. Franz Josef Strauß, Herbert Wehner, Gustav Heinemann, Carlo Schmidt, Hans-Jürgen Wischnewski. Alles Namen, die schon bisher eine wichtige politische Rolle spielten oder in den kommenden Jahrzehnten spielen werden. Diese Regierung nennt man deshalb Kabinett der Köpfe. Das soll bedeuten, dass hier lauter eigenwillige und starke Politikerpersönlichkeiten versammelt sind. Auch Kiesinger hat einen Spitznamen. Häuptling Silberzunge oder auch König Silberzunge. Diesen Namen erhält er, weil er so gut darin ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und Kompromisse zu finden. Ein Mann des Ausgleichs. Ein Mann, der humorvoll angespannte Situationen entschärfen kann, der aber auch autoritär ist. Wer mit meinen Richtlinien nicht einverstanden ist, der soll es sagen und gehen. Man kann sich durch opponierende Kabinettsmitglieder nicht an der Arbeit hindern lassen. Kurt Georg Kiesinger kann also auch hart sein. Die Zeiten sind auf alle Fälle rau.
Die Jahre 1966 und 67 werden als Krisenjahre wahrgenommen. Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit wächst auf 2,1%. Nur mal zur Einordnung, im Jahr 2005 liegt die Quote bei 11,7%, 2018 immerhin noch bei 5,3%. Aber 1967 ist das ein Schock. Die Jahre des Wirtschaftswunders, des scheinbar ständigen Aufschwungs sind vorbei. Und die Arbeitslosenquote steigt von 0,8 auf eben diese 2,1%. Die Regierung investiert, also sie erteilt Aufträge, zum Beispiel für Infrastrukturprojekte, damit Geld in die Wirtschaft fließen kann. Die Staatsverschuldung steigt an, aber auch die Wirtschaft erholt sich wieder. Die neue Regierungskoalition will den Staat modernisieren und Reformen durchführen. 436 Gesetze werden verabschiedet. Das sind 2 pro Tag. Die Gesamtzahl ist zwar nicht höher als normal, aber man schafft das in kürzerer Zeit. Die meisten dieser Gesetze dienen dazu, die Wirtschaftskrise zu überwinden und die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Soziale Themen werden angepackt. Arbeiter erhalten nun Lohn, wenn sie krank werden. Auch wird der Kündigungsschutz verbessert. Das Strafrecht modernisiert. Heftigen Widerstand gibt es gegen die Notstandsgesetze. Worum geht es da bei den Notstandsgesetzen? Wenn besondere Umstände eintreten, Notstände wie Naturkatastrophen, Unruhen, ein Bürgerkrieg, dann können unter diesen Umständen die Regierungen in den meisten Ländern die normalen Verfahren außer Kraft setzen und handeln. Oft werden Grundrechte auf eine gewisse Zeit eingeschränkt. Weil dieses Recht in der Weimarer Republik gegen die Demokratie eingesetzt wurde, hat das Grundgesetz der Bundesrepublik solche Notstandsregelungen nicht vorgesehen. Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, das nachzuholen, aber erst jetzt, wo die Große Koalition unter Kiesinger regiert und im Parlament genug Stimmen für eine Grundgesetzänderung zusammen hat, beschließt man im Jahr 1968 die Notstandsgesetze. Es gründet sich die sogenannte außerparlamentarische Opposition, die APO. Denn im Bundestag gibt es nur die FDP, die in der Opposition ist. Zehntausende marschieren auf den Straßen. Aber 1968, das ist auch das Jahr der Studentenunruhen. Zur Studentenbewegung 1968 mache ich auch noch ein extra Video. Auf jeden Fall stellen die jungen Deutschen Fragen über die NS-Zeit. Bisher wird das Thema nämlich weitgehend totgeschwiegen. Was hast du damals gemacht? Das ist eine Frage, die sich viele Großeltern und Eltern jetzt anhören müssen. Und diese Frage wird natürlich auch dem Bundeskanzler Kiesinger gestellt. Für die 68er ist schlimm, dass ein ehemaliger Nazi im wichtigsten politischen Amt sitzt. Demonstranten rufen Kiesinger zum Beispiel Sieg Heil zu oder heißen ihn als Führer willkommen. Im November 1968 trifft sich die CDU zu ihrem Parteitag in Berlin. Vorne auf dem Podium sitzt Kurt-Georg Kiesinger, Bundeskanzler und Parteivorsitzender, der mächtigste Politiker des Landes. Da geht eine junge Frau, Beate Klaasfeld, auf das Podium und gibt ihm eine Ohrfeige. Sie sagt, sie habe das getan im Namen von Millionen von Opfern, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Trotz dieses Gegenwindes geht die CDU mit dem Slogan "Auf den Kanzler kommt es an" in den Wahlkampf. Sie gewinnt die Wahl mit 46,1%, aber auch die SPD kann zulegen. Zusammen mit der FDP hat sie 18 Abgeordnete mehr als die Union. Es kommt zu einem Regierungswechsel und Willy Brandt wird Kanzler einer sozialliberalen Koalition, also einer Koalition zwischen SPD und der liberalen FDP. Kiesinger möchte die CDU auch in der Opposition führen, aber die Partei will einen Neuanfang. Enttäuscht gibt er auf und tritt 1971 nicht mehr als Vorsitzender an. Als Abgeordneter im Bundestag macht er noch bis ins Jahr 1980 weiter. Rückblickend erkennt man, dass Kiesinger in einer Übergangszeit Kanzler ist. Die erste Nachkriegsphase des Aufbaus geht zu Ende und eine neue Zeit beginnt. Wie kann man das Leben und Wirken dieses heute fast vergessenen Kanzlers zusammenfassen? Er selbst meinte mal, sein Leben sei zweigeteilt. Die ersten 40 Jahre sind wie mit Mehltau bedeckt. Die zweiten 40 Jahre sind eine gewaltige Sache. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker meint in seinem Nachruf auf den 1988 verstorbenen Kiesinger, er gehörte zu den Baumeistern der Bundesrepublik, der sich um das Schwerste bemühte, nämlich aus der Geschichte zu lernen. Ja, was soll man da sagen? Wie kann man diese Regierungszeit bewerten? War das letztendlich dann doch besser? War Kurt-Georg Kiesinger besser als sein Ruf? Oder war es vielleicht sogar viel schlechter? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal hier abonniert. Aber das wisst ihr ja sowieso. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.